Könnte dieses billige, gehäckselte Schilf die Lösung für unsere Unkrautprobleme, Wasserprobleme, Schneckenprobleme und noch andere Probleme im Garten sein? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um etwas ganz Besonderes im Garten. Wir haben gerade Mitte April, es war richtig warm draußen, jetzt ist ein leichter Temperatursturz gekommen. Die Erde, wie man sieht, haben wir noch nicht ganz verteilt, die Komposterde, die wir bekommen haben. Das hat aber auch seinen Grund, weil wir haben ja eine ganz spezielle Sache jetzt geholt. Die Komposterde wollten wir noch nicht vorher verteilen, damit die eben nicht austrocknet und ihren ganzen Wert verliert. Und was dieses Jahr auf unseren Garten kommt, mit dem wir hoffen, das Unkraut sehr gut bekämpfen zu können, was gegen Schnecken sein soll, was gut für den Boden sein soll, was Wasser speichert und noch schön aussieht, das zeige ich euch. Hier haben wir das spezielle Material. Das ist Chinaschilf oder Elefantengras, wie man auch es nennt. Das ist ein fein gehackschnitzeltes Zeug, was auf den Garten kommt. Es ist ein bisschen rau und trocken, daher ist es gut gegen Schnecken. Es hat den pH-Wert vom Boden, das heißt, es macht unseren Boden nicht sauer wie normaler Rindenmulch oder andere Dinge. Und wir sind echt gespannt, wie das funktioniert. Ich verteile das jetzt überall auf unserem Garten, zwischen den Pflanzen, auf den Wegen vor allem. Und wir werden sehen, wie das dann funktioniert. Unser Ziel ist es auch, dass wir die Wege nicht immer verunkrauten. Und zwar, indem wir das Schilf da drauf geben. Das haltet den Boden feucht ein bisschen darunter und wir können mit der Radhacke, mit dem breiten Messer dann besser durchfahren, wie wenn unser Lehmboden hier im Sommer komplett verkrustet, da wo wir nicht gießen und wir dann einfach mit der Radhacke da nicht mehr rankommen, weil es zu hart ist. So, jetzt laden wir das kostbare Material mal hier in die Schubkarre rein. Es ist auch noch super, weil das gleich sehr leicht ist. Also es lässt sich ohne Probleme hier mit so einer Schneeschaufel schaufeln. Wer auch meine anderen Videos gesehen hat, wie ich meine Ställe ausmiste oder so, weiß, dass ich ein großer Fan bin von so großen Schaufeln. Und das kann man natürlich auch als Einstreu verwenden für die Tiere. Es ist trocken, saugfähig und damit haltet es natürlich jetzt die Feuchtigkeit im Stall, die die Tiere geben, oder die Feuchtigkeit im Boden, die wir im Boden haben wollen. Das wird jetzt hier schön dick verteilt, geht natürlich in die komplette Kleidung rein, macht aber nichts. Und wir haben hier auch noch dazu gleich was Angenehmes zum Gehen, angenehm zum Knien und zum Arbeiten nachher im Garten. Das wird jetzt hier komplett zwischen den Pflanzen möglichst dick verteilt und das soll die Pflanzen nun schützen und ihnen Wasser geben. Das Gute ist auch, dass dieses Material sehr schnell verrottet. Also 2 Jahre, 1 bis 2 Jahre braucht das und dann ist das schon wieder verrottet. Ich habe euch nun alles gezeigt, wie ich draußen mit dem Schilfgras die Pflanzen abgedeckt habe und die Wege gemacht habe. Aber woher haben wir eigentlich den Kompost und die ganze Erde bekommen? Das zeige ich euch jetzt, auch wie ich die Salatpflanzen gepflanzt habe und wie es unseren anderen Pflanzen gerade geht. Wir springen quasi in der Zeit ein paar Tage davor, bevor ich diese Arbeit gemacht habe, die ich euch vorher gezeigt habe. Wir haben mit uns Kompost liefern lassen, 5 Kubik ungefähr, die wollen wir oben drauf verteilen, damit die Pflänzchen dann einen guten Start haben, gut wachsen können und wir unseren Boden auch hier aufbessern können. Das ist sehr wichtig auch, weil der Boden eben die Grundlage für die ganzen Pflanzen ist. Und wenn der nicht gut ist, dann kann man auch keine gute Ernte haben und bringt auch viel Arbeit, nur wenig Ertrag.
war jetzt sehr fleißig und habe die ganze Erde verteilt auf den Beeten, musste noch Wege freischaufeln und so weiter. Das sind jetzt die Salate, die wir hier einpflanzen. Wir haben hier drei verschiedene Sorten an Salaten und dann haben wir hier noch Kohlrabi-Pflanzen. Die kommen jetzt alle hier rein. Drei Reihen machen, so ungefähr. Nun habe ich Pflanze für Pflanze, Salatpflanze und Kohlrabi-Pflanzen alle vorsichtig in die Erde eingegraben. Es hat richtig Spaß gemacht in diese schöne Komposterde und ich glaube, den Pflanzen wird es dort auch sehr gut gehen. Eingießen der Pflanzen darf natürlich auch nicht fehlen. Die brauchen jetzt richtig viel Wasser am Anfang, um gut anwachsen zu können. Was auch sehr wichtig ist bei den Pflanzen, wie hier, die schon älter sind und größere Blätter haben, dass wir die großen Blätter weggeben, weil die haben jetzt Mühe anzuwachsen. Die großen Blätter, die tun dann nur vertrocknen und die Pflanze stören beim Anwachsen. Ein bisschen wegnehmen. Dann schaffen die. Habt ihr euch schon mal überlegt, alles draußen in Gottes Schöpfung, in der Natur, ist irgendwie bedeckt. Im Wald liegt der Laub auf dem Boden, auf den Wiesen ist alles zugewachsen mit Gras. Wenn irgendwas mal nicht bedeckt ist, wird es gleich weggespült und ausgewaschen. So ist es auch bei dem konventionellen Anbau, den wir bei uns auf den Feldern sehen. Wenn die Maispflanzen da stehen, es kommt ein starker Regen, es sind Rinnen ausgespült und dieser Anbau, ich weiß einfach nicht, wie das in Zukunft auch weiter funktionieren soll. Die tonnenschweren Traktoren drücken den Boden platt, verdichten den aufs Enormste und dann grubbern sie mit ihren Eggen drüber, haben oben so eine kleine Schicht, die wieder weich gemacht ist und bauen alles an. Wir wollen doch wieder zurück zur Natur, zum Ursprung kommen ein bisschen und ein bisschen Back to Eden Gardening genießen. Die Dokumentation Back to Eden, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, eine sehr wertvolle Dokumentation. Da gibt es einen Amerikaner, der eben sich überlegt hat, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, in der Natur ist alles bedeckt und bei uns in unserem Garten oft nicht. Aber mit welchem Material können wir bedecken, was den Boden nicht sauer macht, was Wasser speichert, was gut für die Pflanzen ist, was leicht zu kriegen ist? Und der kam eben auf die Woodchips. In Amerika haben sie andere Bäume, deswegen können die dort einfach ihr Gestrüpp und ihre Bäume zusammenschnitzeln und auf den Garten geben. Bei uns würde das den Boden oft sehr sauer machen, je nach den Sorten. Deswegen gibt es bei uns dieses Chinaschilf Elefantengras, was auch eben eine sehr gute Wirkung hat und keine Samen hat. Weil zum Beispiel im Gegensatz mit Gras, wenn wir damit bedecken, samt das und wir wollen eben so wenig wie möglich Samen da drin haben. Ich bin gespannt, wie das bei uns jetzt dieses Jahr funktionieren wird auf unserem Garten. Und das werdet ihr dann auch in den anderen Videos sehen und mein Langzeit-Test dann im Herbst auch sehen. Ich bin jetzt hier bei meinen Ribisseln, Johannisbeeren, Josterbeeren. In einem anderen Video, das verlinke ich euch hier oben, habe ich euch gezeigt, wie ich den Mulch reingegeben habe, wie ich die Ribisseln geschnitten habe. Wir haben jetzt das rausgeschnittene noch gehäckselt und wieder rangegeben. Und wir haben noch Kompost dazugegeben und ein bisschen Dünger. Auf jeden Fall sind die Ribisseln jetzt richtig schön. Die haben schon richtig viele dicke Früchte, Beeren drauf und Blüten, die jetzt nur mehr darauf warten, dass es warm wird und sie bald rot und saftig und lecker werden können. Da freue ich mich schon richtig drauf. Die sehen dieses Jahr auch richtig kräftig aus, so im Gesamten. Ein paar Blätter haben so einen leichten Rost drauf. Die haben wir abgepflückt, aber das ist wirklich sehr minimal. Also denen geht es dieses Jahr richtig gut. Ich bin jetzt hier bei den Tomaten, Paprika und Melanzani. Die hatte ich jetzt schon draußen, das habe ich auch in einem anderen Video gezeigt, was ich denen draußen gebaut habe, damit die schon richtig früh raus können. Wie man sieht, sie sind
sehr kräftig geworden. Sie sind leider ein bisschen zu heiß mal geworden hier drin, weil es bei uns richtig heiß geworden ist. Und da erholen sie sich gerade von wieder, aber das wird auch wieder werden. Dort unten sind noch meine Melanzani und Paprika. Die werden erst bikiert. Die habe ich schon bikiert vor circa 1,5-2 Wochen. Wir machen das einfach in Joghurtbecher. Das ist am allerbilligsten, finde ich, und am allergescheitesten. Und da kann man unten einfach ein Loch reinbohren, damit da auch schön das Wasser abfließen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr auch meine anderen Videos anschaut und meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.